Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, in dem ich mit euch zusammen die neue Buclem Unisex Reihe testen möchte. Ihr kennt vielleicht aus einem meiner letzten Videos die normale oder Standardreihe von Buclem. Das wäre also dieses Set hier mit zwei verschiedenen Shampoos, einem, was etwas mehr schäumt, einem, das weniger schäumt, einem Conditioner, einer Curl Cream, einem Styling Gel. Und ich hatte mir zusätzlich noch die Haarmaske gekauft und getestet, plus das sehr starke Gel, das sehr bekannt ist unter euch. Und da auch ein gutes Fazit zugezogen. Schaut euch das vielleicht lieber vorher an, um so ein bisschen den Vergleich zu sehen oder zu wissen, wie ich generell zu den Produkten von Buclem stehe. Jetzt gibt es aber recht neu und auch Curly Girl Safe eben auch dieses Dreier-Set hier. Ich habe also auch für dieses Video jetzt hier mal im Gegensatz zu dem anderen Video, da ich da so ein bisschen gemerkt habe, dass die Produkte alle so ein bisschen zu viel und zu schweren sind, einfach wirklich nur diese drei Produkte hier getestet. Keine zusätzliche Haarmaske, da ich die Haarmaske erst vor einer kurzen Zeit gemacht habe. Und auch nicht das starke Gel, sondern hier mal das softe benutzt, um zu gucken, was das so kann. Im Prinzip ist es ja nur dieses Dreier-Set und das alleine sollte ja wohl für eine Routine reichen. Da es sich bei Buclem um Produkte handelt, die wieder beschwerend wirken können für die Haare, möchte ich euch jetzt zu Anfang nochmal meinen Haartyp etwas genauer definieren, damit ihr auch für euch einen Vergleich ziehen könnt. Ich habe Low-Pore-Haare, das bedeutet, sie sind eher mal schneller beschwert von schweren Produkten und ich sollte darauf lieber verzichten oder sie wirklich nur in Maßen genießen. Plus ich habe dicke und schwere Haare, die eher wellig als lockig sind und deswegen auch oft starke Produkte brauchen, die viel Halt und Definition geben, damit der Ansatz nicht platt ist oder die Haare sich schnell aushängen. Und meine Haare reagieren tatsächlich ziemlich allergisch auf Proteine, das bedeutet, sie finden das überhaupt nicht cool, werden sehr trocken und fangen an abzubrechen in den Spitzen und Längen. Deswegen kann ich nur Produkte mit Feuchtigkeit benutzen. Deswegen bin ich bei Buclem auch an der richtigen Adresse. Leider sind die Produkte eben, wie schon erwähnt, ziemlich schwer, haben sehr viele Öle und sehr viele beschwerende Inhaltsstoffe und deswegen können Haare darauf ein bisschen schwierig reagieren. Das muss man für sich ausprobieren. Und da finde ich vor allem dieses kleine Dreier-Set richtig gut. Es liegt bei knapp 35 Euro. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Videobeschreibung, falls ihr danach Interesse habt, das nachzukaufen. Und dann testen wir die dreimal. Das allererste, was ich mich jetzt bei dieser Dreierreihe gefragt habe, was jetzt hier Unisex ist. Okay, wenn ich jetzt mal mit den anderen Produkten vergleiche und jetzt mal hier auch 1:1 den Hydrating Hair Cleanser nehme, gibt es in der Farbe einen kleinen Unterschied. Wir haben jetzt hier den Hydrating Hair Cleanser, das Standardprodukt, und das Hydrating Shampoo. Außer, dass es im Namen unterschiedlich genannt wird, ist jetzt hier der Unterschied, dass bei dem Unisex dabei steht, dass das ein sanfter und feuchtigkeitsspendender Reiniger, also Shampoo, ist für alle Curl- und Lockentypen. Also im Gegensatz zu diesem hier, was jetzt wirklich eher nur für lose Wellen gedacht war, machen die hier jetzt einen Unterschied und sagen, das ist eher für jeden Typ gedacht. Die Benutzung an sich ist gleich, es funktioniert auch wie ein Shampoo. Und wenn ich mir jetzt hier die Inhaltsstoffe nebeneinander halte, ist das alles ziemlich ähnlich, aber die Inhaltsstoffliste ist einen kleinen Ticken kürzer, wenn ich mir das hier so angucke. Auch die Flasche, wenn ihr das jetzt sehen könnt, mir fällt es gerade erst auf, ist auch einen kleinen Ticken kürzer. Trotzdem ist in beiden 100 Milliliter enthalten. Für mich war jetzt vor allem sehr wichtig, da ich von der Standardreihe, von dem Geruch so ein bisschen nicht so angetan war, weil es sehr stark nach Kräutern riecht, war meine Hoffnung jetzt wirklich groß in dieses Produkt, dass das auch durch den Namen Unisex neutraler riecht. Und ich mache jetzt mal beide auf. Es riecht tatsächlich neutraler. Also die Standard-Buclem-Reihe ist sehr kräuterig. Es ist wirklich Geschmackssache. Jetzt bei dem Shampoo finde ich es ein bisschen angenehmer als bei den Leave-In-Produkten. Aber hier das Graue, also die Unisex-Reihe, riecht viel, viel dezenter. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich jetzt die Deckel nicht vertauscht habe. Ah, man kann sie nicht vertauschen, sie sind verschieden. Die Unisex-Flasche hat ein bisschen einen dickeren Deckel und auch eine größere Öffnung oben, wo das Shampoo durchkommt, aber einen gigantischen Unterschied haben die jetzt so nicht. Außer man ist eben bei diesem Geruch von Buclem so ein bisschen empfindlich wie ich, ist das hier wahrscheinlich eher was. Schauen wir uns also meinen Waschtag mit diesen Produkten an, den ich für euch dokumentiert habe. Ich habe zuallererst meine Haare mit dem Hydrating Shampoo gewaschen. Das hat sehr gut geschäumt, auch bei meinem doppelten Waschen hat es die Haare sehr gut gereinigt. Es hat sie nicht ausgetrocknet. Und die Haare haben sich wie schon bei der Standard-Buclem-Reihe ein bisschen härter angefühlt. Also nicht wirklich weich, es ist jetzt aber auch noch das Shampoo, das ist ja jetzt nicht unbedingt der pflegende Aspekt.
Aber die Haare waren danach gereinigt, nur eben nicht so quietschesauber wie mit Shampoos, die nicht beschwerende Inhaltsstoffe enthalten. Deswegen, es war okay für ein Shampoo und ich war schon mal etwas erleichterter, dass das nicht ganz so stark nach Kräutern gerochen hat. Danach habe ich dann also den Curl Conditioner benutzt. Der war vom Geruch her auch ein wenig dezenter. Trotzdem hier auch noch ein kräuteriger Geruch, auch wieder ein sehr dickflüssiges Produkt. Also es ist nicht ein Conditioner, der sich mal eben ganz dünnflüssig in den Haaren verteilen lässt, sondern wieder eher sehr cremeartig von der Konsistenz. Und hat meine Haare auch über der Standardreihe von Buclem wieder ein bisschen hart gemacht, ein bisschen, ja, nicht so dieses weiche Gefühl gegeben oder diesen Slip, den ich sehr gerne mag, sondern eher halt sehr definiert, würde ich eher sagen. Und zu guter Letzt habe ich dann das Curl Styling Gel verwendet. Da habe ich gemerkt, ja, es gibt Halt, das habe ich schon in den nassen Haaren gemerkt, aber natürlich nicht so stark wie dieser lilane aus der anderen Reihe, der wirklich ein sehr, sehr starkes Gel ist, hat aber trotzdem gut definiert. Ich konnte ihn gut einarbeiten, hat sich ganz gut angefühlt, aber die Haare auch wieder so ein bisschen härter gemacht von der Konsistenz und nicht so soft und leicht. Schauen wir uns also gemeinsam das Endergebnis an, das ich auch noch für euch aufgenommen habe, nachdem die Haare komplett trocken geföhnt waren. Mir ist hier vor allem aufgefallen, dass meine Haare nicht so schön definiert waren. Also sie waren ein softes, leichtes Ergebnis, aber sie waren auch ein bisschen leichter als bei der Buclem-Routine davor, die ich für euch ausprobiert habe. Es lag vielleicht an den weniger Produkten. Aber das hat sich ein bisschen schöner angefühlt. Trotzdem ist jetzt hier nicht so viel Definition. Vor allem, finde ich, sieht man so am Ansatz, dass das einfach, trotz dass ich kopfüber geföhnt habe, die Haare einfach doch so sehr beschwert. Und eher was für Haare ist, die mit schwereren Produkten besser umgehen können, die sehr viele Öle enthalten. Nichtsdestotrotz waren sie gut gereinigt, sie haben sich sauber angefühlt. Mein Ansatz war jetzt nicht fettig, beschwert oder irgendwie klebrig. Aber es war halt wirklich ein eher softeres Ergebnis, was nicht so viel Definition gehabt hat. Und ich hatte hier jetzt auch ein bisschen mit Frizz zu kämpfen, der ein bisschen stärker war tatsächlich als bei der anderen Buclem-Reihe. Trotzdem ein solides Ergebnis, was ich mir aber gut vorstellen kann, dass am nächsten Tag wäre da nicht mehr sehr viel übrig von dem Endergebnis, sondern es wäre sehr ausgehangen, es wäre sehr platt. Vor allem das Platte im Ansatz würde sich ein bisschen in die Länge ziehen und ich wäre froh, die Haare wieder mit Produkten zu waschen, die nicht so schwer sind. Ich kann also auch hier summa summarum sagen, die Produkte von Buclem sind an sich ganz wundervoll. Sie sind sehr natürlich, sie sind tierversuchsfrei, es sind sehr nachhaltige Produkte. Das gefällt mir an sich sehr, sehr gut und auch, dass hier dieser starke Kräutergeruch nicht mehr so intensiv und ja hervorstechend ist wie bei der anderen Buclem-Reihe. Wenn man vor allem eher ein Fan ist von einer unkomplizierteren Curly Girl Methode und nur Shampoo, Conditioner und Gel braucht, man könnte auch den Conditioner als Leave-In benutzen, denke ich, dann ist dieses Set wirklich sehr, sehr gut. Das war, glaube ich, bei einem knappen Preis von 35 Euro. Finde ich auch okay zum Testen. Die Flaschen sind ja relativ groß. Also ihr habt hier 100 Milliliter. Damit kann man wirklich sehr, sehr oft die Haare reinigen und für sich ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Deswegen trotzdem einen Daumen nach oben für das Produkt auf jeden Fall. Nur meine Haare sind einfach gar kein Fan davon, wenn da so enorm viele Öle drin sind und beschwerende Inhaltsstoffe drin sind. Plus, wenn es halt eben so kräuterähnlich riecht, bin ich einfach nicht so ein Riesenfan davon. Lieber hätte ich jetzt wirklich eine Reihe gehabt, die richtig neutral ist vom Geruch. Das habe ich mir von Unisex so ein bisschen erhofft. Es ist dem in gewissermaßen auch entgegengekommen, meinem Wunsch, aber halt nicht so sehr, dass ich sage, okay, jetzt riecht es wirklich wenig genug für mich nach Kräutern, dass das angenehm ist. Muss man aber für sich selber probieren, ist wirklich eine Geschmackssache. Wenn euch das Video gefallen hat und bei eurer Kaufentscheidung weitergeholfen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Um künftig kein Video zu verpassen, aktiviert am besten auch noch die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Schreibt mir natürlich auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Endergebnis fand oder wie so eure Erfahrungen mit den Buclem-Produkten sind. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns ganz bald wieder zu einem weiteren Video sehen. Und ich sage bis ganz bald.